Wir sind im Jahre 2005. Jakobs Mutter ist gerade am Tag träumen und lebt bei ihr zu Hause ein ganz normales Leben. Schatz, ich will Sex. Ein paar Sekunden später. Oh ja, Daddy gibt mir. Ah! Und dann lebte sie fröhlich und zufrieden 9 Monate lang mit Jakob TV im Bauch. Oh, ein bisschen Snooze wird meinem Baby doch nicht schaden. Ihr Kind ein paar Jahre später. Ich bin so unglaublich depressiv und deshalb habe ich mich gestern geritzt. Finde ich nicht witzig. Nee, Spaß. Ich wollte eigentlich einfach nur wissen, wie scharf das Taschenmesser ist, was ich hier habe. Ja, es ist ziemlich scharf. Es ist extrem wild. Ich bin hier competitive, weil ich bin ja kein Anfänger in Rocket League. Ja, das war extrem gut verkackt, Digga. Okay, ich muss mir noch warm spielen, ja? Ein Air-Dribble, ja? Da sieht man meinen Skill. Ach, Digga, ich lief einfach, Digga. Das ist also unglaublich. Wie kann man da nicht aufgeben? Ah, für 5 Minuten gesperrt. Emotional, damn it! Oh. Oh. Hey! Da kriegt direkt die Hurensohn-Allergie. Ah! Bruder! Kannst du den Ball nicht immer zu unserem eigenen Tor verteidigen? Okay. Nein! Verteidige ihn nicht wieder so, Mann! Und jetzt, wo bist du? Digga! Spiel nicht immer zu unserem Tor! That escalated quickly. Er wollte ihn schon wieder dorthin verteidigen. Was ist mit dir, Digga? Wenigstens ein Tor. Oh! Oh! Yo! Whoa! Der wäre reingegangen! 2 Sekunden länger und der wäre drinnen! Auf jeden Fall einer, der die Bälle immer reinmacht. So wie ich. Raus. Wenigstens mache ich jetzt den. Ja! Ja, das war gut gespielt, Digga. Here we go. Oh, schön. War so ein Win, Digga.